Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Boom Boom of Torchlight. Im Fackelschein sind wir hier wieder unterwegs. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, es geht hier weiter. Wer sich nicht mehr erinnern kann, was wir letzte Folge gemacht haben. Wir sind momentan am Durchleveln, weil wir nicht mehr genug Money, schrägstrich nicht mehr gut genug sind, um weiter fortzufahren in der Kampagne. Verschlossene goldene Truhe? Hallo? Oh, was bist du denn? Oh, ein Boss! Ein Boss, ein Boss, ein... Oh, das war der schwerste Boss, den ich in meinem ganzen Leben hier besiegt habe. Tja, deswegen sind wir hier noch am Leveln. Ich hatte überlegt... Aua! Hallo, aufhören damit! Lalalalalala. Ach, ein Boss, guck mal, ein Boss! Oh, ein Boss! Oh, wie süß! Oh, wie süß! Oh, wie süß! Oh, wie süß! Ich hatte überlegt, ob wir eventuell, ob ich das eventuell rausschneide. Aber ich meine, es ist ein MMO-RPG dazu. Nee, ein MMO ist es nicht, es ist ein RPG. Dazu zählt nun mal auch, dass man sich hochlevelt. Und ja, deswegen dachte ich mir, nö, schneide ich nicht raus. La, 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 la. Da muss ich jetzt echt runter. Das ist ja, so einsammeln. So. Lalalala. Ja, deswegen tun wir ein bisschen leveln. Es ist sehr schwer zu leveln hier. Aber es ist einfach, hier sich Gold zu verdienen, um dann sich neue Sachen kaufen zu können. Und darum sind wir hier. Wir haben auch geheime Goldräume noch entdeckt, die wir vorher nicht kannten. Also ich kannte die vorher nicht. Jetzt überlege ich gerade, wie ich zu dieser komischen goldenen Truhe komme. Hier, nimm mal das ein bisschen und da. Wirklich ein sehr schweres Gameplay hier. Und da muss ich mich schon zusammenreißen. So, hier kommen wir zu der Truhe. So, kurz einmal heilen. Verschlossene goldene Truhe. Verschlossen. Aber wie öffne ich die? Ist die gute Frage. Ich wüsste gar nicht, dass ich hier mal eine verschlossene Truhe gefunden habe. Das ist ja hochinteressant. Wo ist denn der Schlüssel für diese Truhe, meine lieben Freunde? Den Djinn in der Salzöle finden, weitere Teile des Roboters suchen, Haref in der Salzöle finden, du musst dafür sorgen, dass er nach Zirifesh zurückkehrt. Ah ja, das hat man ja, das ist ja die Quest von der Frau, die wir angenommen haben. Dann wollen wir mal schauen, ob wir denn hier noch was... Konnten wir hier noch mal... Ich glaube, das haben wir schon gemacht, gell? Bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, das haben wir auch schon gemacht, letzte Folge. Truhe. Oh. Ihr sagt mir nicht, wir können hier immer rein. Das wäre natürlich praktisch. Truhe. Mein Inventar ist voll. Oh, ich okay. Kann nicht mehr tragen. Dann gehen wir mal zur Katze und... Wir haben ja gesagt, wir können eigentlich alles komplett weggeben hier, weil wir hier sowieso nichts finden, was irgendwie so gut ist, wie wir es brauchen. Deswegen gebe ich auch mal hier komplett alles weg und gucke mir das gar nicht erst an. Weil wir sind ja schon Level 30 und das ist eine Level 16 Region. Also von daher ist da auch nichts dabei. So, natürlich lieber halte ich die Dinger. Die sind geil. Vor allen Dingen einzigartig. Aber wir haben es zweimal. Aha, okay. Euer Begleiter ist fortgegangen. Oh, wie gruselig. Ich werde hier bestimmt alleine nicht durchhalten. Das ist... Oh, ho, 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 ho. Ich werde bestimmt keine Chance mehr haben. Also, ich bin jetzt schon am Verzweifeln eigentlich, was ich machen soll noch. Das ist, ich bin... Also, da ist unwirklich, also... Schwere Entscheidung. Ja. Man könnte über ein Thema reden. Was ist denn momentan für ein Thema? Also ich muss natürlich aufpassen, die meisten Themen möchte ich gerne im Minecraft-Let's Play ansprechen, da man dann natürlich gebaut und da natürlich für ansprechen will. Ja, was könnte man denn reden? Darüber, dass ich es mega klasse von den Zuschauern momentan finde, wie viele da in den Kommentaren aktiv werden. Aber das sage ich, glaube ich, jede Folge in jedem Let's Play. Weil es mich einfach schockt, was momentan los ist auf dem Kanal. Also positiv schockt. Wie viel momentan... Oh, guck mal, ein Boss. Oh.
Was war der ganze Rest geplant? Das war wirklich so schwer. Also früher hätte ich mich da nicht reingestellt. Früher, damals, im Krieg. Nee, es schockt mich einfach mega, was momentan los ist, wie viele sich in den Kommentaren tummeln, wie viele Leute dazukommen. Also. Moment, ich muss mal ganz kurz hier mich um diesen lauten Mist hier kümmern. Ja, geh mal hier bitte. Du störst gerade meine Dankesagung an meine Zuschauer, du dummes Vieh. Ja. Es ist einfach. Jetzt reicht's aber hier. So. Es ist einfach unglaublich, was momentan los ist bei den Zuschauern, was da an Resonanz kommt. Und viele, die mir auch Glück gewünscht haben im Weiteren, die vielleicht gesagt haben, okay, ich finde das nicht so toll. Also, ja doch, die gesagt haben, es finde ich nicht ganz so der Fall. Oh, geil. Aber sie wünschen mir trotzdem viel Glück, dass es weiter nach oben geht und dass ich ihn weiter verbessere. Und sowas macht auch geil. Man muss ja nicht unbedingt sagen, okay, ich abonniere den Kanal und so. Es ist doch auch schön, wenn... Oh. Es ist doch auch einfach schön mal, wenn einer sagt, okay, du bist momentan noch nicht so gut, dass ich dich abonnieren würde, aber ich wünsche dir viel Glück und mach was draus und vielleicht schaffst du es ja. So ist doch auch mal schön. So. Klack, klack, klack. Und jetzt sind wir gleich durch, glaube ich. So groß war die gar nicht, die Höhle. Gold. Ach, der Kreis geht zur Bombe zu. Wenn der Kreis dann zugegangen ist, dann ist vorbei. Super, der Feuerball war so wahnsinnig gut. 1900 ist ja gerade zurückgekommen, ne? Also wir können hier ordentlich leveln. Boah, da habe ich gehasst. Da wisst ihr noch, wo ich hier rein bin und dann so pff, tot. Shit. Und jetzt lalalala. Kommt da nicht mal mehr zum Schlagen. Ich kratze mich gerade an der Nase, das würde ich natürlich nie verraten. Und deswegen bin ich gerade mit einer Hand. Bams. So, alles aufsammeln, während die Katze den Rest macht. Und die Fledermäuse, die durch die Katze entstehen. Ich finde es immer noch ein bisschen strange, dass meine Katze Feuerbälle spucken kann. Aber okay, es ist eine super Katze. Super Cat, du Super Cat. Hallöchen. Treppe nach unten. Okay. So. Hört auf meine... Alter, hörst du mal auf, meine Katze anzugreifen, du dummes... Alter, ich race hier gleich aus. So, wait a moment, wait a moment. Hier ist auch nichts mehr, hier ist nur noch das gewesen. Na gut. Dann gehen wir mal nach unten. Ist geil, ich werde mich jetzt einfach in dieses Ding reinstellen, in den Bossgegner. In die Neverbestie. Was ich seltsam finde, das Vieh heißt Neverbestie, ne? Aber diese anderen Viecher, gegen die wir schon mehrmals gekämpft haben, diese Bossgegner, die an der Oberfläche sind, heißen auch Neverbestie. Sehen aber vollkommen anders aus. Oder hieß der anders? Ach ne, ich glaube, das ist der Großregent, der von der Neverbestie, da ist, genau, die hat ja den Besitz von seinem Körper eingenommen. So rum war das, genau. Die Frage ist gar nicht die Neverbestie an sich. Sondern das ist der Großregent, der von der Neverbestie attackiert wurde. Bams. Oh nein, ein Imitator. Oh nein. Oh, ich bin ja so und ach du Scheiße. So, da schicke ich noch mal ganz kurz die Katze weg, weil ich würde gerne bei der Neverbestie doch die Katze haben, damit es schnell geht. Was Geiselkopf, das ist wichtig irgendwie. Hohes Angriffstempo ist sowieso ein Zauberstab, von daher ist es egal, aber es sieht cool aus. Also ich weiß nicht, ob es genau Spawnraten gibt, wo genau die Dinge spawnen, aber ansonsten könnt ihr euch schon mal sicher sein. Wenn ihr diesen Zauberstab haben wollt, liebe Zuschauer, dann müsst ihr... Ach ja, schon mal der Geheimraum. Der Mega-Gold-Geheimraum. Ja, doch, ich erinnere mich, wir waren letztes schon mal hier drin, auf jeden Fall. Weil diesen Geheimraum habe ich gefeiert, weil hier so viel Gold lag. Wir könnten die eigentlich diesen Geheimraum hier 100 Mal machen und immer wieder und also nicht den Oh nein, diese Falle. Aua.
So, da, hier. Und dann kommen wir hier wieder raus. Bams. Ja, ihr habt was zu melden, habe ich gehört. Würdest du damit aufhören? Dankeschön, Junge. Er kommt gar nicht zum Zuschlagen. Geil. Kurz auffallen. Oh ja, ein Boss. Ein Boss, ein Boss, ein Boss. Es ist ein Boss. Ein Boss, ein Boss. Mach was, wie ihr bleibt. Oh nein, ich habe Angst vor dir. Nein. Oh mein Gott. Okay, jetzt habe ich wirklich Angst. Okay, wait, 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 wait. Okay, jetzt. Es war doch ein bisschen viel jetzt, ne? Die sind zwar gut, aber nicht unsterblich. Oh, da ist er gerade im Sprung gestorben. Hallo, stirb doch mal hier. Typisch komischer Typ da hier. Ich raff aus. Ich rast aus. Ich bekomm Krätze. Jo, komm mal her, Jungs. Schon mal Schrot aus der Nähe gesehen? Hier, bitte. Oh, komm, Boss. Oh. Wow. Die Boss ist schon hart. Hallo, Kätzchen. Machst du mal kurz mit? Hat da ja so ein kleines Problem mit den komischen... Die sehen aber auch mega geil aus, finde ich, diese... Gorogots. Ich weiß gar nicht, ich hätte vielleicht mal drauf achten sollen, wie der genau heißt. Ich finde die mega geil gemacht. Was haben wir hier noch? Das und das, okay. Ach, hier ist das von vorhin. Genau. Okay, da waren wir jetzt hier auch überall. Jetzt haben wir ja noch Urnen ein bisschen. Bams! One-Shot Kätzchen kommt gar nicht zum One-Shot, weil die sind nur so ein Viertel-Shot, die Dinger hier. So, was haben wir denn hier noch? Super. Kommt mal mit. Das war lustig. Obwohl ich kurzzeitig Angst hatte, dass es mich doch noch fehlt. Ich sollte vielleicht nicht ganz so aggressiv reingehen und hier einfach alles plätten. Das, ich habe eine Falle ausgelöst. Oh nein, er hat eine Falle ausgelöst. Wie schrecklich. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Es ist ja so tragisch. Oh nein. So, da haben wir noch was. Da haben wir noch was. Da haben wir noch was. Haben wir hier drüben denn noch was bestimmt, oder? Hier sind auch noch welche. Nicht? Hallo? Ich suche dann nochmal Gold. Wie viel Gold hier auch rumliegen? Das ist gar nicht so wenig. Ist das doch so gemacht, dass an der Weile alles respawnt? Wir hatten ja am Anfang dieses Spiel, haben wir uns gemacht. Bosse! Wärst du regeneriert, schleudert irgendwas? Keine Ahnung, stand kein Name dabei. Du hast nicht genug Skill, das haben wir ja schon mal festgestellt, dass es bei dir nicht am Mana, sondern am Skill liegt. Aua, Junge. Wisst ihr, was ist denn das für ein Verhalten? Du kommst rein in die Höhle, willst hier ein bisschen rum, so ein bisschen Tourismus, so bla bla bla, und kriegst erstmal so eine Prank ins Gesicht. Was ist denn das für ein Verhalten? Die Leute sollten sich mal drüber klar drüber werden. Ja, ich bin hier, das ist... Was ist denn? Gefundene Goldmenge um 4... Mach keinen Scheiß, Junge. 4%. Boah, die muss ich nachher anlegen, auf jeden Fall. Wie episch ist das denn? Episch! Kann ich meine... Boah, kostet 13.000. Ich mach mal was bei den anderen. Was kostest du? Ich mach mal alles unter 5.000. Okay. Die Musik ist auch zum Glück gar nicht aufdringlich. So, das war's unter 5000. Verzauberung hinzugefügt. Verzauberung 2, Gesundheit und Feuerpanzer. Nice. Dann haben wir hier nochmal. Das ist... Bams. Jawoll. Das Glück ist auf eurer Seite.
Verzauberung 2, 5 Bonus auf Attribution, Feuerschaden 5% mehr, das ist auch nicht schlecht. Du da noch? Oh. Das Glück ist mit euch. Feuerschaden 5% und 15 Feuerpanzer, wir haben mega viel Feuerschaden. Bams. Das Glück ist mit euch. Was hast du dazu bekommen jetzt? Mana Wiederherstellung pro Sekunde und Feuer erlittener Schaden. Okay, Alter, wir haben eine mega Feuerresistenz und Feuerschaden. Hier auch schon Feuerschaden. Und das, nee, das ist ein bisschen teuer. Okay, dann schicken wir mal Kätzchen ganz kurz nochmal weg hier mit dem ganzen Spaß. Nein. Kätzchen. I und B. Kätzchen geht mal weg mit dem ganzen Spaß hier. Bla 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 bla. Haben wir hier echt noch was verkaufen können? Wir haben hier noch... Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir so viele Identifizierungsrollen noch brauchen. Und du bist... Netakuppe... Oh! Beschwört ein Neferkobold, der eure Gegner 30 Sekunden lang angreift. Beschwört ein Netakuppe, der eure Gegner angreift, stärker als Netakuppe 1, hat eine Chance, Gegner verstummen zu lassen. Super! Bams! Wuhu! Sehr schön. Ich hätte vielleicht in der Gruppe 2 vielleicht der Katze gehen sollen. Das wäre auch nicht schlecht gewesen. Na, egal. So, da wollen wir mal schauen, was uns jetzt erwartet. So! Achso. Das ist ja gar nicht der Richtige. Hallo, Grossrigan. Na, was läuft bei dir, Junge? Alles für den Schritt? Na, Junge, alles für den Schritt. Das ist überhaupt nicht nervig oder so. Ich habe wenig Mana. So, komm hier, stirb einfach mal. Hallo, das ist... Aua, das tut doch weh. Also jetzt reicht es eigentlich dafür. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Es geht auch ohne Mana, Junge. Geht doch. Was war daran so schwer?